Servus die Mann und servus meine schönen Buben. Es blieben vom letzten Mal noch ein paar Fragen unbeantwortet und die will ich heute sehr, sehr gerne beantworten. Danke für eure Fragen und jetzt kommen die Antworten. Wie findest du den FC Köln und hast du noch eine Verbindung zu FC Köln? Ja, es ist natürlich immer sehr, sehr schwer, wenn man absteigt, gleich wieder hochzukommen, aber der erste FC Köln wird das dieses Jahr souverän schaffen, ist dann wieder dort, wo er hingehört, in die deutsche Bundesliga und ich hoffe dann, dass es nicht immer auf und ab geht, wie in einem Fahrstuhl, sondern dass sich der FC dann über Jahre wieder in der Bundesliga etabliert, hält und ähnlich wie unter Peter Stöger dann wirklich einen kontinuierlichen Erfolgslauf startet. Würdest du jemals zur Austria zurückkehren? Also grundsätzlich soll man nie, nie sagen. Im Moment ist das überhaupt kein Thema. Ich bin Trainer und das mit ganzem Herz und mit einer ganzen Leidenschaft und mit meiner ganzen Kraft. Und das ist im Moment nicht das Thema und auch nicht spruchreif. Aus welchem Grund hast du mit Instagram angefangen, Toni? Ja, es ist ja so, man muss sich im Leben immer weiterentwickeln und auch mit den neuen Medien auch mitgehen. Und ich glaube, wenn ich das nicht mehr tue, dann werde ich alt. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, weil auch mein Sohn mir das schon 10 Jahre lang sagt, Papa, du musst das machen, das ist der neue Weg. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht und muss sagen, es macht mir riesig Freude und ich möchte mich bei allen, bei euch bedanken. Es ist ganz toll und die Rückläufe sind ein Wahnsinn und ich kann nur Danke sagen und ich werde mich auch in weiterer Zukunft bemühen, dass ich das so gut wie möglich mache und eure Ansprüche auch gerecht werde. Nächste Frage ist, wie war die Zeit als Trainer bei den LASK Juniors? Also das war eine tolle Zeit, das war ein ganzes Jahr. Wir sind ja als Zweiter aufgestiegen in die Regionalliga, dann in der Regionalliga Meister geworden und es war viel zu kurz. Ich hätte mich gefreut, wenn ich noch länger dort bleiben hätte können, aber war halt nicht so und hat mir ganz toll gefallen. Linz ist eine wunderschöne Stadt, super Freunde dort gefunden, sehr, sehr gerne dort gelebt und finde es trotzdem noch immer schade heute, dass ich damals nicht Kampfmannschaftstrainer geworden bin. Es waren 4 Trainer in diesem Jahr in der ersten Mannschaft und ich habe mit den LASK Juniors eigentlich Riesenerfolge gehabt und kam dann trotzdem aber nicht in Frage als Trainer der ersten und das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Wie stehst du zu den ganzen Sponsoren im österreichischen Fußball, wie zum Beispiel Red Bull? Ja, da kann man immer natürlich diskutieren. Auf der einen Seite Kapitalismus, auf der anderen Seite Tradition. Ich glaube, man kommt ohne Sponsoren heute nicht mehr aus. Man muss froh sein, wenn Leute wie Didi Mateschitz mit Red Bull sich für den Fußball engagieren. Und ich glaube, man sollte da ein bisschen Nachsicht walten lassen. Tradition ist natürlich immer fantastisch, muss gelebt werden, wird gelebt bei vielen Vereinen. Aber auch die Geldgeber, glaube ich, die haben ihr Recht, dass sie auch ihren Job dort machen dürfen und unser Fußball tut's gut. Wer wird Europameister 2020? Ja, das ist ein bisschen früh noch. Ich glaube, da werden wir sich dann beschäftigen, werden ein paar Beiträge machen, wenn es soweit ist. Also jetzt schauen wir mal, wer sich qualifiziert und dann werden wir die ganzen Teilnehmer auf Herz und Nieren prüfen. Wie kam der Kontakt mit Jan Huren zustande? Ja, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin ein riesengroßer Fan von Jan Huren, aber mein Sohn bringt mir diese ganzen Rapper in den letzten Jahren immer wieder näher und dadurch kenne ich ihn. Aber ja, wir haben uns geschrieben, ausgetauscht und ich bin sehr stolz, dass er mich geliked hat und freue mich. Vielleicht treffen wir uns ja irgendwann einmal und machen was Gemeinsames. Das würde Riesenspaß sicherlich machen. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich die ersten Fragen gut beantwortet habe. Und wenn ihr noch Fragen habt, natürlich gerne schreiben. Wir wiederholen das sehr, sehr gerne.